Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Galgenberg 2.0 hier bei mir auf der Map. Und wir sind gerade unterwegs hier mit dem Valtra. Wir müssen noch einen Strohball holen von unserem Feld. Der hat natürlich eine andere Größe gehabt. Den konnten wir dann nicht auf unseren Ladewagen draufpacken. Aber das soll kein Problem sein. Wir fahren mal kurz hin, holen den Strohballen und bringen den zum Hof. Und ich denke, den werfen wir dann in unsere Futtermischanlage. Und dann werden wir noch ein bisschen uns um unsere Kühe kümmern, denn die brauchen auch etwas Stroh. Und anschließend werden wir unser Kleefeld mal mähen und machen dann Heuklee. Jo. So, und zwar mit unserer Trocknung, mit unserer Heutrocknung. So, den kriegen wir doch hoffentlich hier drauf. Jo, sehr schön. 7500. Jetzt bin ich gerade mal irritiert. Was haben dann die anderen Ballen? Naja, okay. Sei es drum. Ich heiße euch auf jeden Fall recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Galgenberg 2.0. Die tolle Map vom guten Yogi. Die vermutlich in Kürze oder in Bälde als Vierfach-Map kommt. Der ist ja kräftig jetzt bereits in die Testphase gegangen. Soweit ist die Map wohl fertig. Und jetzt wird getestet, getestet, getestet. Dann geht das Ganze zu Giants oder ist sogar schon eventuell bei Giants. Und dann werden wir sehen, ob kurz vor Weihnachten hoffentlich die Vierfach-Map von der Galgenberg hier uns noch erreicht. So, wie fahren wir denn am besten? Links oder rechts? Das Beckenbauer 1. Ich frug, wohin er das runde Leder flanken soll. Wir fahren mal links herum. Da kommen wir am ersten. Ja, das passt dann schon. So, runter zum Hof und dann zu unserem Futtermischer. Kleines bisschen hier runterlassen, damit wir es besser sehen. Dann kommen wir nämlich hier auch an unserem bereitgestellten Deutz vorbei. Der ist hier bereits mit dem Mähwerk ausgestattet und wartet darauf, mit dem dreckigen Mähwerk, und wartet darauf, also jetzt gleich hier das Kleefeld hier zu ernten. Und wir wollen dann später, wenn das Kartoffelfeld nebendran ja auch abgeerntet ist, die beiden Felder zusammenlegen und dann schauen wir mal, was wir dann daraus machen. So, hier ist unsere Futtermischanlage. Da muss auf jeden Fall Stroh rein. Silage und so weiter haben wir genügend. So, zack, zack, zack. Okay. Ups, ich glaube, da müssen wir noch ein kleines bisschen zurück. Jo, so passt es. Und schwuppdiwupp, es dreht sich. Das heißt, der Ballen ist drin. Wir schauen mal. So, hier ist unsere Mischmaschine und Stroh ist jetzt genügend drin, Heu ist genügend drin und Silage. Wir können also jetzt loslegen mit Getreideschrot. Das müsste dann das hier sein. Schmeißen wir mal an und machen ein bisschen Mischration, oder? Ja, läuft wunderbar. So, jetzt würde ich gerne noch einen Strohballen hinten einwerfen. Und mit hinten meine ich bei unseren Kühen. So. Boom. So, wo? Hier. Hier ist der Trigger. Wir brauchen einen Stroh. 11.000 Liter. Upsala. 11.000 Liter. Ja, das nenne ich doch mal ergiebig. Wo kommt er denn? Oh, direkt neben uns. Wäre uns beinahe auf den Fuß gefallen. Okay, da müssen wir dann, glaube ich, auch von hinten rein. Also sprich über die Weide. Ja, ja, okay. Zum Glück machen wir das mit dem Valtra. 11.000 Liter, ich bin mir nicht sicher, ob wir das mit unserem Kramer geschafft hätten. So, hier haben wir ja auch einen kleinen neuen Fahrweg angelegt und ich muss ja sagen, ich bin ja nicht ganz so glücklich hier mit den beiden Bunkern, denn Silage hier zu machen in den Bunkern und dann hier in die Mischanlage und so weiter mit dem Kramer, also ich denke, wir werden uns wirklich hier auf Ballen spezialisieren und auf Ballen festlegen. Und was wir dann mit den zwei Bunkern machen, ich weiß es noch nicht. Im Moment ist es eher so zum ja, Parken von Großgeräten, aber über kurz oder lang, denke ich, werden wir die Bunker verkaufen, denn wir haben ja auch hier diesen Keilbunker und der würde uns ja auch völlig reichen und selbst der ist ja völlig verwaist, da wissen wir auch nicht so richtig, was wir damit machen können.
Also soll heißen, müssen wir mal schauen. Wir können dann mit Sicherheit die Fläche auch für andere Dinge nutzen. So, tut mir uns leid, ich muss leider durch euch virtuell durchfahren. So, jetzt bin ich mal gespannt. Komme ich da überhaupt rein? Aber ich glaube, muss ich gar nicht. Es reicht, wenn ich, glaube ich, den hier ablege. Und verschwindet er? Er verschwindet. Das ist doch supi. Und jetzt verschwinden auch die Kühe. Okay. Ja, ein bisschen bockig. Lasst uns mal kurz hier reinschauen. Stroh, 33.000 Liter. Das sollte jetzt erstmal für den Moment reichen. Genug Futter haben die beiden auch, beziehungsweise die beiden, die Tierchen. Und wir haben ja vor kurzem die ersten dazu bekommen. Also es gedeiht, es wächst und gedeiht. So ist wohl eher richtig. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier wieder gut rauskommen. Es ist alles hier für die größeren Maschinen schon gerade so passend. Sehr gut. Okay, dann würde ich doch sagen, dann stellen wir mal den Valtra ab. Und dann geht's los, dann steigen wir ein. Dann steigen wir ein in die Heuproduktion, indem wir jetzt erstmal das Klee mähen. Dann mit dem Lade, dann müssen wir eine Schwart machen, ganz, ganz wichtig in dem Fall. Wir haben ja kein Mähwerk mit automatischer Schwartablage. Und dann müssen wir definitiv mit dem Ladewagen rüber. Weil dann bringen wir das Ganze eben zu unserem Silo und zu unserer Heutrocknung. Auch eins von diesen besonderen Features hier auf der Galgenberg ist diese Heutrocknung hier, dieses System. Hier werfen wir Stroh oder Hackschnitzel ein, damit das Ganze dann auch hier mit dem entsprechenden Gerätchen hier läuft. Und hier drin sammelt sich dann das Heu. Und in der neuen Version von der Galgenberg, da wird es dann hier auch Fenster geben, damit man auch die Plane sieht, wie sie wächst oder wie eben dann das Material eingefüllt wird. Denn hier werfen wir dann eben unser Gras und unser Klee ein und dann ist es hier drin gelagert. Hier ist der Bunker und dann, wenn es getrocknet ist, kommt es hier rüber und deswegen auch hier die Füllstation für unser Heu. Und so brauchen wir nicht auf dem Feld das Ganze wenden, so, sondern wir können es hier direkt trocknen. So, Delay. Das heißt, wir können immer so viel Heu machen, wie wir brauchen. Sehr, sehr schön. So, okay, jetzt schauen wir mal. Ich muss gerade mal überlegen, haben wir nicht den Verkehr eingeschaltet? Unkraut, Frucht, Verkehr aus. Okay, 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 dann schalten wir mal wieder ein. Lassen wir die Jungs hier nochmal ein bisschen fahren, uns möglichst im Weg fahren. So, jetzt muss ich schauen. Hier haben wir, da kommen sie auch schon. So. Ja, jetzt müsst ihr ein bisschen warten. Hinten ausklappen. Vorne ausklappen. In die Spur kommen. Vorne herunterlassen. So, Bubele. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wenn Gras dabei ist, glaube ich, dann nimmt er ja den Klee nicht so richtig an. Das ist auch eine spannende Geschichte. So, und wie gesagt, mit dem Feld hier links daneben, da haben wir im Moment Kartoffeln drauf. Und wenn das dann soweit abgeerntet ist, werden wir diese beiden Felder ein bisschen zusammenlegen. Und dann möchte ich gerne da vorne, das Stückel, wo jetzt da vorne zu sehen ist, unser Güllefass, da möchte ich dann eigentlich eine kleine Fläche, eine zusätzliche Halle platzieren. Denn wir brauchen unbedingt noch ein bisschen Fläche für unsere Gerätschaften. So, das ist dann relativ schnell hier abgemäht. Ja, also wie gesagt, Pläne gibt es der vielen. Und da müssen wir mal schauen, ob wir auch heute einen anderen Plan umsetzen, den ich habe. Nämlich das Thema mit den Hühnern. Aber ich habe jetzt gesehen, dass die Hühner noch jede Menge Futter haben. Und da bin ich jetzt gerade mal überlegen, ob wir tatsächlich die Hühner schon ja, auslagern bzw. verkaufen. Oder ob wir denen noch ein bisschen eine Chance geben, weil das Futter ist drin. So, brauchen wir denn da jetzt das große Mähwerk? Ja, wir machen es mal an. So, Dille. Ja,
Ja, da steht noch das Klee von der letzten Ernte, was wir nicht gemäht haben. Und da sehen wir jetzt, da ist hier Gras. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen unorthodox, wie ich jetzt hier gerade mähe. Aber okay. So, stopp mal. Wir können hinten auf jeden Fall schon mal zusammenklappen. Und dann machen wir hier den Rest. Sodele. Oh, und Charlie rennt wieder mal durchs Feld. Okay, sei es drum. Also auf den letzten Hallen müssen wir uns jetzt nicht konzentrieren. Gut. Dann fahren wir hier mal raus. Und dann holen wir mal unseren Schwader. So, jetzt müssen wir natürlich... Ah, wir können ja hier rum. Ich habe ja extra diesen kleinen Fahrweg hier gebastelt. Und wenn ihr euch wundert, was das hier für eine komische Konstruktion ist hier an dieser Stelle. Ja, damit können wir verteilen Mist und Wasser. Und zwar an alle unsere Produktionen. Das heißt, wir können hier zentral alles einwerfen. Und dann eben an unsere Produktionen. Und damit sind vor allen Dingen unsere Apfelbäume, unsere Apfelplantage, die auch richtig gut läuft, damit gemeint. Dann müssen wir da nicht ständig hochfahren und eben Mist und Wasser hochbringen. Und somit haben wir die Sache ein bisschen, ich sage mal, entschlackt. So, einmal. Und komm. Das zweite. So, jetzt überlege ich gerade, was brauchen wir, was brauchen wir, was brauchen wir? Ja gut, wenn wir dann mit dem Ladewagen, dann werden wir das hier, denke ich, auch mit ihm hier machen. So, zack. Aber ihn lassen wir erstmal hier stehen, steigen um in unseren Lindner. So, hat er jetzt wieder Allrad? Nee, hat er nicht. Gut. Allrad ist super, um auf dem Hof natürlich über die engen Kreise, über die engen Wendemöglichkeiten zu kommen. Gar keine Frage. Aber wenn man dann doch übers Feld fährt, dann machen wir lieber normale Vorderradlenkung. So, da hinten im Hof, beziehungsweise da hinten in unserer Scheune oder in unserer Halle für die Großgeräte, da ist unser Wender. Quatsch. Unser Schwader. Dum, 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 dum. Sudele. Jetzetle. Samasch. So, davon gibt es ja jetzt in dem neuen Premium-Paketsche. Gibt es ja auch eine Mäh-Kombi mit Schwartfunktion, Schwartablage. Das wäre natürlich dann auch was, was wir hier mal bei Gelegenheit testen könnten. Denn im Moment ist es ja so, haben wir zwar ein gemietetes... Ist es eigentlich noch gemietet? Ich muss gerade mal schauen. Ich bin da gar nicht auf dem Laufenden. Nee, das haben wir ja gar nicht gemietet. Haben wir das mittlerweile gekauft? Dum, da, da, dum. So, wo ist denn Grasbearbeitung? Schwader, Mähtechnik. Nee, haben wir beides gekauft. Okay. Haben wir beides gekauft, könnten wir auch mal bei Gelegenheit austauschen. Dann bräuchten wir jetzt auch nicht mehr Schwadern. Denn Wenden und so weiter müssen wir ja alles nicht, weil wir haben dafür dann eben die entsprechenden Geräte. Entweder wickeln wir es gleich zu Silageballen oder wir packen es halt eben in unseren... Ja. Der Charlie. Der Charlie ist wieder unterwegs. Und packen dann... Ja, jetzt wäre es aber eigentlich ganz praktisch, du würdest woanders. Der hat ja auch ein Gottvertrauen. Wo war ich stehen geblieben? Ja, genau. Weil entweder packen wir dann, um die Heuproduktion zu machen, das Ganze in unsere Heutrocknung oder wir machen Silageballen. Und wenn wir eben ein Schneidwerk hätten, was gleich schwarz macht, könnten wir uns jetzt diesen Zwischenstritt eigentlich sparen. So, jetzt müssen wir mal wieder schauen, wie man da vorne um die Kurve kommt bei dem Verkehr. So, das Gras hier vorne wird ja jetzt... Weiß ich jetzt gar nicht. Nimmt er das jetzt dann auf oder nicht? Wie war denn das? Ich glaube, wenn wir dann später mit dem Ladewagen rübergehen... Mann, ist hier ein Betrieb.
dann wird er das nicht aufnehmen. Finde ich ganz witzig. So. Gut. Gut, gut. Yep, dann wie gesagt, wenn wir die zwei Felder hier zusammenlegen, machen wir ein ordentliches Feld da draus. Und ich bin wie gesagt noch ein bisschen am Überlegen, ob wir die Felder, die da hinten sind, wo wir gerade abgeerntet haben. Ja, komm jetzt, mach Platz. Ja, ist es jetzt gut hier, ne? Ach, Kollege. Dann machen wir das anders. Hä, wie war denn das? Bei Fuß. Aber ich will mal das anders. Er kriegt einfach ein bisschen Futter und dann wird er mit Sicherheit hierher gesprungen kommen. Sehr gut. Ja, da rennt er. So, auch hier wieder ein bisschen wild durch die Gegend. Jo! So sind wir wieder mal in einem Video auf der guten Galgenberg. Aber wie gesagt, sobald meine Hardware da ist, gehen wir wieder in den Livestream. Weil so war das ja ursprünglich auch mal angedacht, dass wir hier eigentlich dieses Projekt im Livestream machen, die gute Galgenberg. Aber ganz ohne Folgen will ich jetzt eigentlich auch nicht bleiben, denn sonst verlieren wir ja ein kleines bisschen den Faden. Soll heißen, sonst ist das alles dann doch ein bisschen zu lange her und wir wissen überhaupt nicht, was hier passiert ist. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch 2 Wochen oder 2,5 Wochen überhaupt nicht mehr hier reingeguckt und muss mich auch erstmal ein bisschen orientieren. Die Galgenberg ist halt schon ein bisschen aufwendig. Man hat da viele, viele Sachen, wie gesagt, mit der Heutrocknung, mit der Futtermischanlage, mit der Käserei hier direkt auf dem Hof. Dann natürlich hier die Hühner, die Tiere. Und dann haben wir eben hier auch noch unser Gewächshaus am Laufen. Und überall muss man immer was nachwerfen. Dann haben wir noch unsere Apfelplantage oben am Berg. Und das ist eben so der Punkt, die Mengen, die da reingeworfen werden, sind jetzt nicht so groß, was jetzt auch am Anfang auch nicht so schlimm ist, weil wir ja nicht diese Mengen haben. Aber man muss halt immer wieder nachfüllen, nachfüllen, nachfüllen. Und da hat man dann schon ganz schön Arbeit hier auf diesem Hof. So, der übrigens, ja, das kann man sehr schön sehen, gibt es ein Video vom Yogi, einem Originalhof, ja, nachempfunden ist, denn hier hat er ja mal in der Gegend gewohnt, in der Region. Er kennt das hier sehr, sehr gut. Und sowas finde ich dann immer cool, wenn man dann einfach sagt, okay, ich bastel hier eine schöne Map, die ich wirklich aus dem echten Leben kenne. So, lassen wir ihn hier erstmal stehen und holen uns den Deutzfahr Warrior in der Warrior-Ausstattung. Dum, dum, dum. Dum, dum. Und machen eine Fuhre mit dem Ladewagen und dann das Ganze eben in die Heutrocknung ins Silo. So, Ballen haben wir auch genügend in unserem Ballenlager. Das heißt, selbst wenn auch Silage oder ähnliches, haben wir Ballen in der entsprechenden Größe, können wir sozusagen nachwickeln. Jetzt haben wir auch Strohballen. Falsch. Hup, hup, hup. So, und ein Hund, der uns immer ein bisschen im Weg rumspringt. Ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Bei den Ballen. Natürlich, also wir haben genügend jetzt Strohballen erstmal und die nächste Ernte steht ja auch an. Lass mich da hier nochmal ganz kurz reinschauen. Und zwar müsste ja eigentlich dann dieses Feld hier demnächst fällig sein. Genau, die 86, da haben wir, glaube ich, klassisch Weizen drauf. Jo, und dann wird das nämlich fällig und dann haben wir auf jeden Fall jede Menge Stroh. So. Siliermittel ist auch drin. Und Hundi bewacht mal wieder den Hof. Schubidu.
So, dann steigen wir hier mal ein. Bingo, das klappt. Und die Kleeschwart wird aufgenommen. Ja, das Kartoffelfeld, das werden wir natürlich ernten mit gemieteten Maschinen. Da werden wir natürlich jetzt nicht groß einsteigen, denn das Thema Feldfrüchte, ich sage mal, die unter der Erde wachsen, die geerntet werden. Und das sieht man jetzt übrigens. Ja, wir haben jetzt Klee drin und der lässt uns auf jeden Fall das Gras liegen. Ah, ja, der gelbe. So, denn wir fahren jetzt hier drüber und jetzt müsste er das eigentlich liegen lassen, genau. Der nimmt nur das Klee auf. So, genau, wie gesagt, auf der Zilonka, da werden wir uns natürlich konzentrieren auf rote Beete, Pastinaken, Möhrchen, Kartoffeln und Zuckerrüben. Hier werden wir das mit Sicherheit auch machen. Hier bietet sich das auch mal an. Hier ein kleines Feld hier zum Beispiel. Ja, so klein ist es gar nicht. Aber auf jeden Fall auch mal hier auf dem Feld so etwas zu machen. Aber die Kartoffeln hier möchte ich eigentlich deswegen ernten, damit wir dann Material haben, wenn wir uns eventuell noch einen Schweinestall kaufen. Den gibt es ja. Hier gibt es so einen kleinen Schweinestall am Rande der Map. Ein bisschen außerhalb natürlich vom Dorf. Und das wäre nämlich auch so ein Punkt, wo man dann sagt, okay, wir kaufen uns diesen Schweinestall und steigen dann da mal ein in die Viehwirtschaft. Und da hätten wir dann auf jeden Fall genügend Kartoffeln, um die zu verfüttern. So, jetzt sind wir hier schon durch. Ja, da kriegen wir das alles, glaube ich, in einen Wagen oder in einen Rutsch rein. So, dann setzen wir hier mal bescheiden zurück. Okay, und dann können wir ja mal ein kleines Thumbnail noch machen. Das kann nicht schaden. Dankeschön. Bitte recht freundlich. So, einmal ablassen. So, Dille, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, sonst haben wir ja wieder ruckzuck, weil ich glaube, wir sind schon wieder im Bereich Wuchtzerstörung. Okay, das sollte soweit passen. 16.000 ist jetzt nicht so berauschend, aber okay. So, dann einmal hier rum. Dann auch eine kleine Besonderheit. Wir müssen dann immer diese Folie wegmachen, damit auch wirklich der Triggerpunkt kommt. Zack. So, Folie verschwindet und Abladesymbol kommt. Und dann kommt das Ganze in unseren Bunker für die Heutrocknung. So, noch ein bisschen vor. Dann sollte das doch passen. Na. Sehr schön. Wunderbar. Auch hier nochmal ein Thumbnail zum Abschluss. Denn wir sind wieder mal am Ende der Folge angelangt und ich erinnere nochmal daran, wenn euch das Ganze hier gefallen hat und ihr die Galgenberg weiterhin mitverfolgen wollt, dann wäre es doch herzallerliebste, wenn ihr natürlich hier ein Like lasst oder ein Abo und über Kommentare freue ich mich an der Stelle auch immer. So, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Die Galgenberg 2.0, die wir vom guten Yogi hier spielen. Und bald auch wieder bei mir im Livestream, sobald eben die entsprechende Hardware da ist. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, freue mich auf die nächste Folge mit euch zusammen und sage wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.